Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ein super mieses Wetter, ein richtiges Kuschelwetter für zu Hause, vielleicht ein bisschen Netflix gucken. Deswegen habe ich heute wieder 10 Serien und auch Filme auf Netflix, die ihr euch anschauen könnt, und zwar Horror. Genau, sobald der Oktober losgeht, gehen auch die Horrorfilme los, wobei bei mir, das stimmt das nicht ganz, weil ich gucke das ganze Jahr über Horrorfilme, weil ich ein Horrorfreak bin. Wusstet ihr das schon von mir? Wir wollen uns ein bisschen gruseln, wir kommen Richtung Halloween und wir wollen ein bisschen Gruselstimmung haben, oder? Deswegen habe ich mir so eine Liste zusammengestellt mit eben 5 Serien und 5 Filmen auf Netflix, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Einmal einen Film, genau. Und der ist jetzt ganz aktuell, ganz neu rausgekommen auf Netflix. Deswegen kennt das vielleicht auch noch nicht jeder, dachte ich mir, schlau, gell? Den habe ich heute erst gesehen, deswegen super fresh. Und zwar heißt der Im hohen Gras. Also ich muss mal runterschauen, weil ich habe das alles auf meinem Smartphone notiert. Patrick Wilson spielt da wieder mit. Also ich sage wieder, weil das ist so ein Horror-Favorite, Horror-Liebling, den wir kennen von Insidious, Conjuring, Annabelle. Genau, also wirklich so die letzten Horror-Reihen, die sehr beliebt sind, würde ich sagen, und die ich persönlich auch gerne mag. Aber die habe ich jetzt nicht in meiner Liste, weil das ist halt zu obvious, ne? Kennen wir schon. Im hohen Gras gefällt mir sehr gut. Das ist eine Adaption, eine Buchverfilmung von Vorlage Stephen King mal wieder, The King of Horror. Und deswegen auch eine gute Story. Ich kenne das Buch nicht, also ich habe es nicht gelesen, deswegen habe ich da jetzt keinen Vergleich. Ist manchmal besser so. Der Film wird wahrscheinlich nicht an das Buch wieder rankommen. Aber da ich keinen Vergleich habe, kann ich nur den Film bewerten. Und mir hat er ganz gut gefallen, also der startet ganz gut. Das ist, ich sage nur ganz kurz den Plot. Also ein Geschwisterpärchen will neu starten und fährt Richtung, was war das, San Diego oder so. Jetzt kommen sie an so einem Feld vorbei. Halten kurz dort und dann hören sie eine Kinderstimme rufen, typisch Stephen King mal wieder, Kinder, um Hilfe rufen, das war das, um Hilfe rufen. Und dann neugierig, wie sie sind, reagieren sie auch darauf, reden so mit dem Kind und gehen dann in das Feld hinein und kommen nicht mehr raus, also verirren sich da. Genau, und so beginnt dann eigentlich die Story. Also es ist sehr spannend, finde ich, es ist nicht so... Also es ist sehr so surreal, spannend, gut gefilmt, tolle Atmosphäre, gefällt mir sehr gut. Patrick Wilson hat eine tolle Rolle da, gefällt mir. Ist so ein bisschen creepy, man weiß von Anfang an nicht, was los ist. Es wird so ein bisschen freaky dann, was ich aber auch mag. Ich mag diese Art von Horror. Es ist nicht super blutig, würde ich sagen, oder super brutal. Ich hätte mir da in diese Richtung mehr erwartet und hätte mir auch mehr vorstellen können, hätten sie machen können auf jeden Fall. Aber es ist auch gut so, also für diejenigen, deswegen sage ich das, weil jeder mag eine andere Art von Horror oder kann nur so viel vertragen oder so. Da würde ich sagen, also wenn ihr auf gute Geschichten steht, die so ein bisschen verwirrend sind, so ein bisschen erdrückend auch, man hat so dieses, so ein unwohles Gefühl, dann ist das was für euch, ohne dass ihr zum Beispiel zu viel Brutalität sehen wollt. Also es gibt schon eine coole Szene da, also ich sag jetzt cool, weil ich mag das im Film natürlich, ne? Aber ja, ich stehe da drauf und da gibt es eine coole Szene. Als nächstes eine Serie, die ist vielleicht schon ein bisschen bekannter, aber vielleicht kennt trotzdem der ein oder andere sie nicht. Und zwar ist das Santa Clarita Diet. Das ist eine Horrorkomödie, würde ich sagen. Spielt mit, Moment, ich muss mal schauen, Drew Barrymore auf jeden Fall ist dabei. Und ich weiß gerade nicht mal, wie ihr Partner da heißt. Moment, dass der Hitman noch gespielt hat. Ich weiß es nie. Timothy Olyphant. Genau. Glaube ich, wird das ausgesprochen. Genau, die zwei sind ein Ehepaar und leben mit ihrer Tochter so in der Vorstadt. Also so ein bisschen wie Desperate Housewives sieht es da aus. So richtig perfekt. Perfekte Vorstadt, perfekte Häuser, jeder hat ein geiles Haus und so. Genau, und dann dreht sich das irgendwann, weil Sheila zu einem Zombie wird. Und das mit allem, was mit zum Zombie gehört, außer dass sie nicht so verrottet aussieht, sondern eher, das ist da so ein bisschen anders, das ist mehr so wie ein Vampir, sie bleibt so schön oder sie wird noch schöner und jünger, so eine Art. Das ist so ein bisschen anders da, aber ansonsten ist es, sie will halt Menschen essen. Also es ist so auf Komödie natürlich gemacht. Also wer diesen schwarzen Humor liebt, das muss man natürlich, das ist die Voraussetzung. Der wird sich da sehr amüsieren. Also ich lache mich da tot. Das ist, wie sie dann Sachen in den Mixer wirft oder so. Oder dann einfach nur die zerstückelten
Teile aufbewahrt in der Gefriertruhe für später oder so. Also sie lebt einfach ihr Zombie-Leben und das ist so ganz normal zur Normalität. Natürlich ein Geheimnis für die Außenwelt, darf ja keiner erfahren, aber ihr Mann weiß Bescheid und ihr Kind und ja, und sie decken sie halt auch und helfen ihr dabei. Also es ist sehr witzig und es ist halt sehr überzogen, sehr witzig, übertrieben, also auch so Desperate Housewives-Style, würde ich sagen, und sehr perfekt auch. Also die Serie ist sehr, die sind immer super gestylt und so. Aber es ist sehr lustig, die hat jetzt schon 3 Staffeln. Meine ich, waren drei Staffeln. Ich habe alles geguckt, die letzte fand ich sogar besonders gut. Die zweite war nicht so, die erste fand ich auch gut, ging das dann für mich. Film, den ich empfehlen kann, ist, also das ist ein spanischer Horrorfilm, der kam vor 2 Jahren raus. Veronica heißt der Film. Und also ich lese mal kurz vor, der Film stützt sich auf wahre Begebenheiten um Estefania Gutierrez Lázaro, die einige Tage nachdem sie an einer Ouija-Brett-Seance teilgenommen hat, auf mysteriöse Weise stirbt. Der Film beruhe auf dem ersten Polizeibericht in Madrid, in dem ein Ermittler bezeugt, paranormale Aktivitäten beobachtet zu haben. Und ich glaube, so dass dieser letzte Satz ist das, was eigentlich einen so gruselt, weil man denkt, das ist halt wahr, das ist eine wahre Geschichte. Ich habe ja da so eine andere Meinung zu. Ich habe den Film direkt geschaut, als er neu rauskam, deswegen kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern. Aber ich weiß noch, das Feeling war sehr gut da und die Effekte waren richtig toll. Ich meine, die Effekte haben mich so richtig geflasht. Das war so das Allerbeste. Besonders auch das Ende dann. Also es sah sehr gut aus. So extrem gruselig, was jetzt fand ich nicht. Es ist mehr so dieser Hintergrundgedanke, dass man denkt, dass man weiß, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Das ist das, was dann einen so gruselt, wenn man sich darauf einlässt zumindest. Ja, ist halt eine ganz andere Richtung wieder. Es ist halt ne, Ouija, Brett, also so ein bisschen Besessenheit. Geister, so in dieser Art von Horror. Das ist wieder was ganz anderes. Also wenn man darauf anspringt, dann ist das was für euch. Ich bevorzuge schon auch so diese Richtung, finde ich auch ganz cool. Auf jeden Fall sehenswert und es hat auch diese typischen Jumpscares und so. Also es ist ein bisschen modern gemacht, würde ich sagen. Aber sehr gut gemacht. Ich finde eh, dass die Spanier auch ganz gute Horrorfilme machen generell. Also ich habe schon einige gute gesehen und dieser ist auch sehr empfehlenswert. Okay, jetzt die nächste Serie, die ich empfehlen kann, ist Marianne. Das ist auch ganz neu jetzt auf Netflix rausgekommen. Ich meine, diesen oder letzten Monat ist eine französische Serie. Also die Europäer kommen mal wieder mit guten Sachen. Und das gefällt mir auch, weil die Art, also die Filmart ist ganz anders als das typische Hollywood. Das merkt man auch und ich finde es gut. Also es gefällt mir, es ist so erfrischend, sag ich mal. Es ist ein anderer Look, anderer Feel. Anderes Feeling und eine andere Sicht auf Dinge. Gerade bei Horror finde ich es interessant, weil das ist ein anderer Grusel. Deswegen zum Beispiel die Spanier, wie gesagt, gefallen mir ganz gut mit ihren Horrorfilmen. Und das hat mich jetzt auch sehr positiv überrascht. Also Marianne gefällt mir sehr gut. Da geht es um eine Horrorschriftstellerin, also so eine berühmte Horrorschriftstellerin. Emma heißt sie. Und sie bemerkt, also wie soll ich das erklären? Ja, sie bemerkt quasi, dass die Figuren in ihren Büchern oder in ihren Romanen in der realen Welt auch sind und sie so heimsuchen quasi. Und ja, mehr will ich gar nicht erzählen. Das ist das. Es ist sehr weird teilweise, sehr creepy und das kitzelt zum Beispiel genau meinen Horror oder meinen Gruselempfinden sehr. Also besonders die Marianne. Das ist so mein Ding, wo ich dann wirklich Angst habe. Ich habe das sogar alleine geschaut, bescheuert. Das ist mein Gruselfaktor, so wie das dargestellt wird bei Marianne. Okay, der nächste Film, den ich euch empfehlen kann, ich weiß nicht, warum nicht darüber gesprochen wird, der ist so gut, der heißt Caliber. Das ist ein britischer Film. Guck mal, jetzt haben wir wirklich Europa, ne? Voll gut. Also es geht darum, zwei Freunde, machen so ein Wochenende, so ein Jagdwochenende, warum auch immer. Dann gehen sie halt am nächsten Tag in den Wald und wollen jagen und dann passiert ein tödlicher Unfall. Und die beiden versuchen dann diesen Vorfall zu vertuschen. Ja, und so beginnt dann quasi diese Verfolgung auf die beiden, weil sie verdächtig werden irgendwann. Also es ist sehr spannend, so ein bisschen
so ein unangenehmes Gefühl, so richtig dieses, oh mein Gott, werden die jetzt erwischt, ja? Kriegen die das jetzt raus? Super spannend, wie gesagt, und schade, dass man nie darüber was gehört hat. Also ich habe nichts davon gehört, das war echt so ein Zufall, wie ich darauf gekommen bin. Und dann haben wir das einmal eingeschaltet abends und fanden das richtig gut, den Film. Also, schaut es euch gerne mal an. Okay, als nächstes wieder eine Serie und zwar Bates Motel. Ich weiß, es ist jetzt gerade auch nicht so der Geheimtipp, kennt vielleicht auch schon der eine oder andere. Aber ich habe das schon mal erwähnt und viele kannten es nicht. Die Serie ist beendet. Also ich glaube, vor 2 Jahren war die letzte Staffel. 5 Staffeln gibt es. Ich habe alles gesuchtet, durchgesuchtet. Ich liebe diese Serie. Da geht es nämlich um, ja, wie der Name schon verrät, Bates Motel, also um Norman Bates, der Psycho von Psycho, von Alfred Hitchcocks Psycho. Norman Bates als Teenager wohnt mit seiner Mutter, Norma Bates, übrigens gespielt von Vera ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Farmiga, genau, die ist ja auch so eine bekannte bekannter Horrorliebling und genau, und sie spielt super gut, ne? Die ist eh brillant, ich liebe die und ist auch in der Rolle von Norma Bates sehr, sehr überzeugend. Wir kennen ja das Ende quasi, also wir wissen von dem bekannten Vorfall. Aber wie es erst dazu kommt und eben auch besonders die Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Norma und Norman, wie eng gebunden das doch ist und wie sehr die beiden voneinander zehren und wie sehr sie sich brauchen. Okay, als nächstes wieder ein Film, der ist jetzt das älteste, was ich euch jetzt hier nenne, Within. Den habe ich auch irgendwann zufällig mal entdeckt und bin dann gleich reingezogen. Das ist so... Da war ich erstmal unschlüssig, ob ich den überhaupt in meine Liste aufnehmen will, weil es ist jetzt nicht so der Hammer. Kann man sich aber geben, hat mich gut unterhalten, sage ich mal. Deswegen habe ich es doch gemacht, weil es ist eine gute Unterhaltung. Aber es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also ich fand es zu vorhersehbar und der Name verrät halt auch schon ziemlich viel. Deswegen will ich gar nichts darüber erzählen eigentlich, worum es geht. Man kann sich vielleicht schon was denken. Ja, aber... Es ist interessant, es gibt halt so Wendungen, viele Wendungen und einen Twist am Ende und sowas, was es dann irgendwie spannend macht. Okay, nächste Serie und zwar Spuk in Hill House. Das ist, glaube ich, war von letztem Jahr, oder? Habe ich dann auch direkt geschaut, deswegen, ich erinnere mich nicht mehr so gut daran. Ist auf jeden Fall eine neue Verfilmung oder eine neue Interpretation auch eines Romans. Da gab es auch schon Filme zu. Es hieß immer irgendwas mit Haunting oder sowas in der Art oder Geisterhaus oder so. Also auf jeden Fall darum geht es auch, wie man das auch schon hört. Das ist halt so ein perfekt viktorianisches Schloss quasi. Also das ist so eine richtig klassische Geistergeschichte, würde ich sagen. Also wie man das kennt, so ein Spukhaus und dann passieren Dinge und Familie und die Beziehung zueinander, also, die sie zueinander haben. Also... Genau, mit den Rückblicken und es ist sehr gut gemacht auch. Die Effekte gefallen mir sehr gut und die Atmosphäre ist sehr düster und die, also wirklich sehr schön, sieht sehr schön aus, sehr schön gemacht auch. Und ich habe gehört, es wird 2020 eine zweite Staffel geben. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall mal jetzt reinziehen. 2 der Darsteller in Spuk in Hill House spielen in dem Film, den ich euch jetzt empfehlen will, auch mit. Das finde ich lustig. Also es hat mich dann nochmal zurückgeholt und dann dachte ich mir, oh mein Gott, müsste ich mir eigentlich nochmal anschauen, weil Spuk in Hill House war schon ganz cool, aber ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, muss ich sagen. Auf jeden Fall den Film, den ich euch empfehlen will, ist Das Spiel. Und da bin ich auch noch zufällig drauf gestoßen und oh mein Gott, zum Glück. Der Film ist so gut. Und zwar ist er sehr reduziert. Also es ist so ein Film, der nur in einem Zimmer quasi abspielt oder die meiste Zeit ist nur in einem Zimmer. Und zwar ist es so, also ich lache jetzt, weil das beginnt ein bisschen komisch. Also ein Ehepaar, also ein älteres Ehepaar, sage ich mal, will so ihr Liebesleben nochmal auffrischen, so war das, glaube ich. Und dann machen sie so ein Wochenende an abgelegenen Haus am See, sowas, ne? Wo da niemand ist und so. Jedenfalls, er schmeißt sich eine Viagra rein. Sie wollen es dann tun. Aber vorher fesselt er sie ans Bett. Und dann erleidet er einen Herzinfarkt, stirbt und sie ist ans Bett gefesselt. Mit Handschellen und hat den Schlüssel nicht. Nicht in Reichweite zumindest. Und so beginnt es dann, das Spiel quasi. Und
Es ist so gut. Es ist so gut gemacht. Ich liebe das, wenn es so reduziert ist auch und man die Angst sieht und man sich richtig einlassen kann auf diese eine Person, weil man ja wenig anderes sieht. Man sieht, wie die Zeit vergeht, wie sie immer mehr Panik bekommt, wie sie versucht natürlich, sich zu lösen aus den Handschellen. Story, meine ich, basiert auch auf einem Roman von Stephen King. Bin ich mir jetzt manchmal 100% sicher, aber ich glaube schon. Und da in diesem Film ist die Szene, wie sie sich dann löst, ich meine, ich kann es ja sagen, dass es dann passiert, weil darauf spielt es ja hinaus, aber mehr verrate ich nicht. Das ist eins der besten Special Effects oder ekelhaftesten Szenen, die ich je gesehen habe, muss ich sagen. Ja, kommt nah an, an die eine Szene von Bone Tomahawk. Also das ist wirklich pervers. Und mir hat sich der Magen umgedreht, muss ich sagen. Und das passiert mir fast nie. Also ich bin schon so abgehärtet. Das klingt so eklig, aber ja, ich bin so abgehärtet, dass es mich nicht mehr so berührt. Oder was heißt berührt, aber wisst ihr. Aber das schon, da dreht sich mir der Magen um. Und da spielen halt zwei mit von Spuk in Hell aus. Das fand ich witzig, das ist ausgerechnet, ne? Jetzt das allerletzte. Ich dachte mir, ich kann keine Horrorserien nennen, ohne American Horror Story zu sagen. Weil es ist wirklich eine gute Serie an sich. Ich muss sagen, da ist es halt auch, wie ich ja schon die ganze Zeit erwähnt habe, Geschmackssache, wer was so mag an Horror. Die Serie hat mittlerweile 8 Staffeln, sehe ich hier. Okay, 8 Staffeln und es kommt gerade jetzt bald die 9. raus. Ich habe nicht alles gesehen, muss ich sagen, weil da ist es wirklich so, jede Staffel hat ein anderes Thema, hat auch komplett... Also nichts hat miteinander zu tun. Was cool ist, weil wenn ihr sagt, okay, ich stehe auf Hexen, dann gucke ich halt diese Staffel. Wenn ihr sagt, ich mag lieber so Teenager-Horror, abgeschlachtet, Gemetzel, dann gucke ich halt diese Staffel. Ne? Was ich empfehlen kann, ist die erste Staffel, also so jetzt mein Geschmack. Ja? Die erste Staffel fand ich ganz cool, Mörderhaus heißt die. Ich muss hier ablesen. Und dann, das ist meine Lieblingsstaffel, Asylum. Das ist richtig gut. Das fand ich bisher die beste Staffel. Dann mochte ich zum Beispiel die nächsten nicht so. Freakshow fand ich auch noch ganz gut. Und das war's. Dann habe ich erstmal aufgegeben. Die anderen Staffeln mochte ich nicht so sehr. Und nach Hotel habe ich auch nicht mehr geguckt. Also ich kenne die nächsten zum Beispiel nicht. Aber mich interessiert zum Beispiel wieder die allerneueste. 1984 heißt sie. Und wie ihr dann mich schon kennt, ich liebe ja die 80s. Wenn das so in den 80s spielt, so typische 80er-Jahre-Horror-Film-Classics-mäßig, da bin ich wieder dabei auf jeden Fall. American Horror Story ist halt sehr verstörend, würde ich sagen, generell. Also alle Staffeln haben das gemein, dass sie sehr verstörend sind und sehr pervers, so richtig Perversionen auch zeigen. Also wirklich ab 18 ist das. Also es ist sehr brutal, sehr pervers, sehr viel Sex auch. Also es ist sehr, sehr ab 18. Ja, das ist so die Gemeinsamkeit von allen, würde ich sagen. Ansonsten sehr unterschiedlich eben. Also schaut, was euch da am besten gefällt. Aber das sind so meine Lieblinge, also die drei. Und Asylum ist Nummer 1. Und damit bin ich jetzt auch schon durch mit meinen 10 Empfehlungen für euch auf Netflix. Macht euch jetzt gemütlich. Ich bin gespannt, was ihr euch anschaut. Schreibt mir gerne mal, was euch am meisten interessiert, was ich euch empfohlen habe. Oder was ich vergessen habe, was auch noch super gut ist. Also ich wollte jetzt nicht die Klassiker nennen, wie gesagt. Ich habe auch eine Playlist erstellt mit meinen liebsten Horrorfilmen der letzten 5 Jahre. Müsste ich aber nochmal aktualisieren wahrscheinlich. Aber ich kann euch das auch mal verlinken. Könnt ihr euch anschauen, die Trailer dazu. Das sind so generelle und meine All-Time-Favorites habe ich, glaube ich, auch irgendwo mal verlinkt. Ich glaube auf Instagram in meinen Highlights. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Genau, die wollte ich jetzt nicht nennen, sondern eher das, was vielleicht etwas unbekannter ist. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem etwas Neues irgendwie entdecken können. Also viel Spaß jetzt. Bei dem Regenwetter kann man sich sehr gut gemütlich machen und dazu dann eben einen schönen Gruselfilm. Oder einfach jeden Tag jetzt im Oktober einen neuen Film reinhauen. Das wäre mein Tipp für euch. Bis Halloween habt ihr alles durch. Meine ganze Liste. Also viel Spaß dabei und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.